Wir kämpfen weder für Ruhm, noch für Wohlstand, noch für Ehre. Sondern wir kämpfen allein für die Freiheit, die kein rechtschaffender Mann aufgibt, außer mit seinem Leben. Diese Statue lügt, wie viele Statuen auf der Welt. Robert the Bruce war klein und nach zahllosen Schlachten schlimm vernarbt. Doch Robert the Bruce ist der größte Held, den Schottland jemals hervorgebracht hat. Ohne ihn würde es heute Nordengland heißen. Robert hatte keine Chance, aber er nutzte sie. Er besiegte im Jahr 1314 in Bannockburn die haushoch überlegene Armee Englands, entsandt von König Edward II., der den Widerstand der Rebellen aus den Highlands ein für allemal brechen wollte. Die Niederlage für die Engländer war vernichtend und sicherte für lange Zeit die Unabhängigkeit von Roberts Heimat. Schottland war immer ein kriegerischer Ort. Über Jahrhunderte befehdeten sich die mächtigen Clans. Eine gestohlene Ziege reichte aus, um Blutfäden auszulösen, die sich über Generationen hinzogen. Die Schotten wurden nur ein Volk, weil alle Clans einen gemeinsamen Erzfeind hatten: die Engländer. Allein von Stirling Castle sind 7 Schlachtfelder zu sehen. Der schottische Wahlspruch lautet: Niemand reizt mich ungestraft. Jeden Tag um 13 Uhr wird vom Edinburgh Castle eine Kanone abgefeuert. Einst eichten die Segelschiffe am Firth of Forth ihre Chronometer nach dem meilenweit hörbaren Schuss. Edinburgh ist das politische und kulturelle Zentrum des Landes. Die größte Attraktion ist das Castle auf einem Hügel hoch über der Stadt. Die ersten Mauern wurden schon im 11. Jahrhundert errichtet und immer weiter verstärkt. Das legendäre Geschütz Mons Meg wiegt 100 Tonnen und wurde Mitte des 15. Jahrhunderts in Dienst gestellt. 200 Jahre später krepierte ein Schuss im Rohr, wobei einem Trommler der Kopf abgerissen wurde. Der kopflose Trommler spukt seitdem im Castle umher. In diesem Palast aus dem 15. Jahrhundert brachte Maria Stuart ihren Sohn zur Welt, den späteren James VI. Die Great Hall diente als Festsaal und Banketthalle. 1440 wurde dem Grafen von Douglas und seinem Bruder bei einem Abendessen mit König Jakob II. Der Kopf eines schwarzen Bullen auf einem Silbertablett serviert, als nicht allzu subtiles Zeichen für ihre baldige Hinrichtung. Die Royal Mile ist die Lebens- und Shoppingader der Stadt. Klassizistische Gebäude aus dem späten 18. Jahrhundert beherbergen heute elegante Boutiquen, Restaurants und Luxushotels. Touristen und Einheimische bummeln durch das Zentrum. Jeder kleinste Sonnenstrahl wird ausgenutzt, um ein kühles Pint im Freien zu trinken. Hier kann das John Knox-Haus des protestantischen Reformators besichtigt werden. Und gleich daneben steht das Mowbray House, das vermutlich älteste Gebäude der Stadt. Daniel Defoe, der Autor von Robinson Crusoe, hat hier einige Jahre gelebt, angeblich als Spion der Engländer. Mitten auf der Royal Mile liegt die St. Giles Church, deren früheste Gebäudeteile 900 Jahre alt sind und noch aus der Zeit der Normannen stammen. Heute jedoch bestimmen gotische Umbauten das Erscheinungsbild. John Knox entfachte von dieser Kirche aus die schottische Reformation. Später erschien den klerikalen Erneuerern der Bau als zu pompös. Und St. Giles diente zwischenzeitlich als Polizeipräsidium und sogar als Gefängnis. Sehenswert sind die prächtigen Glasfenster, die zuletzt 1985 mit einem Motiv von Robert Burns ergänzt wurden,
Der trinkfreudige Schriftsteller passt so gar nicht in die Reihe der Propheten aus dem Alten Testament. Spenderfamilien durften sich hier mit ihren farbenfrohen Wappen verewigen. Das Kronendach beeindruckt ebenso wie die Thistelkapelle mit ihren opulenten Holzschnitzereien, die 1910 eingeweiht wurde. Hier ist der Platz der Königin im Gotteshaus. Wenn die Queen in Schottland zu Gast ist, residiert sie in Holyrood House, einem Schloss mit blutiger Geschichte. Hier musste Maria Stuart den Mord an ihrem Liebhaber Rizzio mit ansehen. Erst seit dem Jahr 2000 ist Schottland wirklich unabhängig. Und um es allen deutlich zu machen, setzte man direkt vor die Nase der Königin das New Parliament, ein zweifellos ungewöhnliches Bauwerk. Man beauftragte den Spanier Enric Miralles, den Mozart der Architektur, der einen Palast der Moderne aus Granit, Marmor und Bambus entwarf. Die Schotten ließen sich nicht lumpen. 90 Millionen Pfund sollte das Parlament kosten. Am Ende sind es 431 Millionen geworden. Sage da noch einer, die Schotten wären geizig. Der andere bestimmende Hügel der Stadt ist Carlton Hill. Das National Monument ist die Ruine eines Denkmals, das an die napoleonischen Kriege erinnern sollte. Leider war bald kein Geld mehr da. Das Nelson Monument direkt daneben erinnert an den großen Admiral und hat die Form eines Teleskops. Carlton Hill bietet den besten Blick auf die Stadt, wie schon Robert Louis Stevenson schrieb. Denn vom Castle aus könne man ja nicht das Castle sehen. Das leuchtet ein. Edinburgh ist auch das Zentrum der Kiltproduktion. Schottenröcke sind wieder en vogue. Nicht nur alte Haudegen wie Jean Connery, sondern auch junge Wilde wie Robbie Williams kaufen hier ein. Qualität ist entscheidend. Ein echter Schottenrock besteht aus einer fast 8 Meter langen Stoffbahn und ist entsprechend teuer. Aber es gibt auch Imitate aus Fernost, die nur einen Bruchteil kosten. Jeder Clan hat sein Muster. Schon im 3. Jahrhundert vor Christus scheint es das Karo in Schottland gegeben zu haben. Damals wurde einfach die Wolle von hellen und dunklen Schafen gemischt, um den Effekt zu erzielen. Noch heute darf eine schottische Familie ihr persönliches Tartan entwerfen und schützen lassen. Für die Touristen ist ein Rock fast ein obligatorisches Mitbringsel. Die North Bridge überspannt nicht nur den Bahnhof, sondern verbindet die Old Town von Edinburgh mit der New Town, die so neu nicht mehr ist. Sie wurde bereits im 18. Jahrhundert gebaut, um die überbevölkerte und unhygienische Altstadt zu entlasten. Wer etwas auf sich hielt, zog um. Das Scott-Monument ist ein beliebter Treffpunkt. Sir Walter Scott, geboren 1771 in Edinburgh, war einer der größten schottischen Schriftsteller. Ein Mann, der mit seinen Balladen und Romanen das Bild von Schottland stark prägte. Zeit zum Durchatmen im grünen Herzen der Hauptstadt. Das Georgian House gibt einen Einblick in das großbürgerliche Leben der reichen Schotten im 18. Jahrhundert. Es ist, als hätten die Bewohner vor 200 Jahren alles stehen und liegen gelassen. Auf 4 verschiedenen Öfen wurde hier für die Herrschaften gekocht. Eine der Feuerstellen war ausschließlich für frisches Brot zuständig.
Die schottische Küche ist besser als ihr Ruf, wenn auch das berüchtigte Haggis eine wichtige gastronomische Stütze darstellt. In Schottland leben 5 Millionen Menschen und 10 Millionen Schafe. Klar, dass dieses Verhältnis erfinderisch macht. Böswillige Zungen behaupten, im Haggis sei alles Mögliche drin, einschließlich Knochen, Klauen und Wolle. Das ist nur etwas übertrieben, denn tatsächlich sind Herz, Leber und sonstige Innereien im Haggis verwurstet. Im Stag Polly werden traditionelle Gerichte raffinierter zubereitet. Willkommen im Stag Polly. Wir versuchen in der schottischen Küche Traditionelles und Modernes zu verbinden und neu zu interpretieren. Dieses Gericht ist ein gutes Beispiel. Haggis wird ganz selten im Teigmantel und ganz sicher nirgendwo mit süßem Rotwein und Pflaumensauce serviert. Aber die Kombination funktioniert. Inzwischen ist es unsere beliebteste Vorspeise geworden. Wir haben nur eine kleine Karte und dies ist unser Lachs, den wir mit leicht angebratenen Kartoffeln, Paprika, Oliven, Rucola und grünen Bohnen servieren. Das ist gesund und leicht und gleicht die Schwere des Haggis aus, den Sie zuvor gegessen haben. Die Schwere kommt aber gleich wieder ins Spiel. Bei dem cremigen Pudding zum Abschluss. Dazu gibt es hausgemachte Butterkekse. North Berwick ist das Blankenese Edinburghs. Auch Wochenendausflügler lieben die Fahrt nach East Lothian im Osten der Hauptstadt. An der Küste bieten sich ausgedehnte Spaziergänge und Bootsausflüge an. Spektakulär ist der Bass Rock, ein Felsen, der sich direkt vor der Küste über 100 Meter aus dem Meer erhebt. Wer genauer hinschaut, erkennt, der Felsen selbst ist nicht weiß. Es sind die Vögel, die ihm den Anstrich geben. Tausende von Kormoranen, Möwen und Basstölpeln nisten dort. Von letzteren hat der Fels seinen Namen. Betreten der Insel verboten. Aber vom Seabird Center, einem üppig ausgestatteten Museum, übertragen steuerbare Kameras live Bilder aus dem bewegten Vogelleben. Zwei gewaltige Brücken führen über den Firth of Forth nach Norden, in die Region Fife. Die Forth Road Bridge ist die praktischere. Die rote Eisenbahnbrücke jedoch die spektakulärere. Die 2,5 Kilometer lange und mehr als 100 Meter hohe Brücke gilt bis heute als Meisterwerk der Ingenieurskunst. 6,5 Millionen Nieten halten 54.000 Tonnen Stahl zusammen. Damit ist sie 5-mal so schwer wie der Eiffelturm. Noch nicht genug der Zahlen. Für ihr markantes Rot sind 25 Tonnen Farbe notwendig. Kaum hören die Wartungsarbeiten an einem Ende auf, wird wieder von vorn angefangen. Im Schottischen gibt es die Redensart, it is like painting the fourth bridge. Es ist wie die Forth Brücke zu streichen, für vergebliche Liebesmüh. Direkt unterhalb der Brücke liegt Deep Sea World, ein Aquarium, das zu den weltweit bedeutendsten zählt. Hier taucht man tief ins Meer ein, ohne sich nass zu machen. Sogar Haie sind hier zu besichtigen, die nur selten in Gefangenschaft überleben. Aber schottische Haie sind vielleicht etwas widerstandsfähiger als ihre Artgenossen im Pazifik. Die Küstenstraße durch Fife
führt an vielen beschaulichen Örtchen vorbei. In Anstruther fühlte sich sogar der kränkelnde Dichter Robert Louis Stevenson wohl. Das Fischereimuseum zeigt 65.000 Artefakte, von der Frühzeit der Fischerei bis heute. Das Meer war für die Küstenbewohner über Generationen Lebensgrundlage. Mühsam war das Geschäft immer und gefährlich obendrein. Dass die Einwohner etwas vom Fisch verstehen, zeigt sich in der Anstruther Fischbar. Hier soll es die besten Fish and Chips weit und breit geben. Fish and Chips sind die Currywürste Großbritanniens. Panierte Fischfilets, meist Schellfisch, mit Pommes frites und je nach Gusto in Mayonnaise, Essig oder Senf ertränkt. Gegessen wird aus der Hand. Faster geht Fast Food kaum noch. Crail liegt ein paar Kilometer östlich, auf einem Felsen hoch über dem Meer. Die Fischer haben sich auf Hummer und Krebse spezialisiert. Rund um den Hafen verkaufen kleine Buden die Spezialität frisch vom Kutter. Crail ist ein so idyllischer Ort, dass er offenbar für den Teufel eine echte Provokation darstellte. Er schleuderte, so will es die Legende, einen Felsbrocken in Richtung der Gemeindekirche. Glücklicherweise traf er nicht. Auch der Teufel ist offensichtlich fehlbar. Sogar Luzifers Daumenabdruck auf dem Fels ist zu erkennen. Kulturelles Zentrum von Fife ist aber St. Andrews. Eine zugleich beschauliche wie turbulente Stadt an der Ostküste. Sie war die erste Hauptstadt Schottlands, verfügt über sehenswerte Ruinen und liegt an einem jedenfalls für schottische Verhältnisse sanften Küstenabschnitt. St. Andrews gehört aber nicht wegen seiner Ruinen zu einem der beliebtesten touristischen Ziele. Hier entstand der Golfsport, in seiner heutigen Form. 7 Plätze liegen innerhalb der Stadtgrenzen, darunter der legendäre Old Course, auf dem seit 500 Jahren gespielt wird. Für die Caddies, die 40 Pfund pro Runde kosten, ist das alles Routine. Viele Golfer dagegen stehen zum ersten Mal auf dem heiligen Rasen des Old Course und sind entsprechend nervös. Ein Foto auf der Swilken Bridge am Loch 18 ist ein Muss für jeden Golfer. Trotz der historischen Bedeutung, der Platz ist eine städtische Grünfläche, die für alle da ist. Golfläden gibt es hier, soweit das Auge reicht. Viele Golfer glauben nämlich, man könne sich einen besseren Schwung einfach per Kreditkarte zulegen. Und das an der spirituellen Quelle ihrer Passion. Der Laden Ochterlonies ist auf die Restaurierung alter Schläger spezialisiert. Well, a lot of boilers try to get old grips.
Wir kaufen die ersten Schläger aus Metall, die in den 20er und 30er Jahren herauskamen und praktisch nichts wert sind, und ziehen von ihnen die alten Ledergriffe ab, um sie auf die wertvollen alten Schläger zu setzen. Die Schläger, die hier zum Verkauf stehen, sind bis zu 5000 Pfund wert. Ein Hole-in-One ist dabei nicht im Preis eingeschlossen. Die wertvollsten Memorabilien der gesamten Golfwelt stehen aber im British Golf Museum. Im Foyer grüßt Old Tom Morris, der Urvater des Golfs. Zahlreiche Filmaufnahmen zeugen von der schwungvollen Vergangenheit des Gentleman-Sports. Für die 300 Jahre alten Schläger, die hier stehen, würden Sammler sechsstellige Beträge zahlen. Früher wurden die Bälle aus Leder gemacht und mit Gänsefedern prall gefüllt. Ein mühseliger Prozess. Das Museum präsentiert auch skurrile Spezialinstrumente. Der Kamm etwa war für Schläge aus dem Wasser gedacht. Und mit diesen Hämmern sollte der Ball aus Kutschenspuren befreit werden können. Kein Hindernis sollte das Handicap beschädigen. St. Andrews hat 18.000 Einwohner. Darunter sind fast 8.000 Studenten der Universität, die für ein reges akademisches Leben sorgen und den alten Mauern viel Jugend entgegensetzen. An der ältesten Universität Britanniens, gegründet Anfang des 15. Jahrhunderts, machten auch Abkömmlinge des englischen Königshauses ihren Abschluss. Die Schotten registrierten mit Wohlwollen, dass sich der Sohn von Prinz Charles und Lady Diana für eine schottische und nicht für eine englische Elite-Uni entschieden hatte. Solcherlei Sensibilität ist durchaus wichtig im spannungsgeladenen Verhältnis zwischen Engländern und Schotten. Und nach all den Missgriffen des Königshauses in Sachen Eheschließung, Fremdgehen und skurrilen Scheidungen waren selbst Insider über diesen klugen Schachzug aus dem Buckingham Palace überrascht. Die Ruinen der Kathedrale am Meer zeugen von der blutigen, wechselvollen Geschichte des Städtchens. Sie war einst die größte Kirche Großbritanniens, ganze 100 Meter länger als St. Paul's in London. Die Anhänger des fanatischen Reformers John Knox zerstörten 1559 den Prachtbau und leisteten ganze Arbeit. Die beste Aussicht auf St. Andrews hat man vom Castle Course, der im Sommer 2008 eröffnete, mit dem Ziel, der spektakulärste Platz Europas zu werden. Dafür gab man 25 Millionen Pfund aus. Allein die Benzinrechnung für die Bulldozer, die in monatelanger Arbeit die Landschaft formten, soll sich auf 2 Millionen Pfund belaufen haben. Um die vielen Plätze in und um St. Andrews instand zu halten, sind Hunderte von Spezialisten notwendig.
Welcome to St. Andrews, the home of golf. Willkommen in St. Andrews, der Heimat des Golfsports. Mein Name ist Neil Bellingall und ich bin oberster Greenkeeper. We don't do a 9-to-5, unfortunately. Wir haben keinen gewöhnlichen Bürojob, leider. Wir beginnen mit der Arbeit meistens gegen 5.30 Uhr oder 6 Uhr, bevor die Golfer kommen. Wir wollen sichergehen, dass der Platz für unsere Gäste in Schuss ist. Erst gegen 15 Uhr hören wir auf, fahren heim und legen uns aufs Ohr. Das Härteste für jeden Greenkeeper ist es, bei wirklich jedem Wetter zu arbeiten. Es gibt das Sprichwort, auf dem Golfplatz regnet es nie. Und da ist viel dran, vor allem in Schottland. Du musst immer raus, um den Platz in perfektem Zustand zu halten. Hier wird gerade ein Bunker erneuert. Diese Arbeit kann keine Maschine machen. Vom Sand zum Betonbunker. Nördlich von St. Andrews liegt Schottlands geheimste Sehenswürdigkeit. Der Secret Bunker aus der Zeit des Kalten Kriegs. Yes. 30 Meter unter der Erde sollte hier einem Atomangriff getrotzt werden. Fünf Meter dicke Betonwände hätten rund 300 Personen Schutz geboten. Weiter Richtung Norden beginnt der Castle Trail, auf dem mehr als 70 Burgen und Schlösser liegen. Auch dies ist eine stattliche Verteidigungsanlage, aber 600 Jahre älter und in ihrer Anmutung doch deutlich sympathischer. In Glamis Castle ist Queen Mom groß geworden. Shakespeare gefiel das Schloss so sehr, dass Duncan Macbeth hier ermorden ließ. Was wäre ein schottisches Schloss ohne Geist? Ein Earl soll hier seine Seele an den Teufel verloren haben, weil er unbedingt am Heiligen Sonntag Karten spielen musste. Hier sieht man die künftige Queen Mom, links im Bild, beim Kartenspiel. Der Billiard Room war der Lieblingsort von Lady Elizabeth Bowes Lyon, die ja nur durch die dramatische Abdankung von Edward VIII., der sich in eine bereits zweimal geschiedene Amerikanerin verliebt hatte, an die Spitze der Monarchie rückte. Am 4. August 2000 hatte Queen Mom ihren 100. Geburtstag gefeiert. Vor ihr hatte in der fast tausendjährigen Geschichte der englischen Monarchie noch nie ein Mitglied der Königsfamilie dieses Alter erreicht. Nirgendwo im kargen Schottland ist der Boden ertragreicher als hier, westlich von Aberdeen. Das wiederum machte die Landlords und Clanchefs zu reichen Herrschern, daher die vielen prachtvollen Schlösser. Das Blair Castle ist seit dem 17. Jahrhundert der Sitz des Herzogs von Atholl. Durch eine Gunst Königin Victorias ist der Duke von Atholl bis heute der einzige, dem in Großbritannien das Recht zugestanden wird, eine eigene Armee zu unterhalten, die Atholl Highlanders, die aber schon lange keine Schlacht mehr geschlagen haben.
Nicht weit entfernt von Blair Castle liegt über den dicht bewaldeten Ufern des Loch Tunnel der legendäre Queen's View, von dem man eine Aussicht genießt, wie einst Queen Victoria beim 5 o'clock tea. Dannotar ist eine Ruine, aber eine zweifellos wunderschöne. Im 12. Jahrhundert erbaut und mal von den Schotten, mal von den Engländern zerstört, diente es Hollywood als spektakuläre Kulisse. 1990 wurde Hamlet mit Mel Gibson und Glenn Close hier gedreht. Als Oliver Cromwell 1651 in Schottland einmarschiert, flüchten die Würdenträger nach Dannotar. Doch die Burg ist nicht zu halten. Der Kommandant der Festung ordnet an, die Kronjuwelen und seine Frau in Sicherheit zu bringen. In einer Nacht- und Nebelaktion wird die Dame von der Burgmauer abgeseilt. Krone und Zepter sind unterm Rock versteckt. Die Flucht gelingt. Erst 300 Jahre später tauchen die wertvollen Insignien wieder auf. Was wäre Schottland ohne seine Gerste? Gerste ist nicht nur irgendein Getreide. Gerste wird zu Malz. Und wer Malz hat, hat Bier. Und bald das schottische Lebenswasser Whisky. Die Aberlour Distillery ist eine von 100 Destillen, in der Single Malt Whisky gebraut wird. Schon die keltischen Druiden kamen hinter die berauschende Wirkung und schätzten sie sehr. Auch das Wasser spielt eine wichtige Rolle. In Aberlour stammt es aus einem Fluss, in dem die ersten schottischen Christen getauft wurden. Das Wasser wird mit Malz vermischt und erhitzt. Inzwischen ist alles elektronisch geregelt. Der Gerstensud, der eine gewisse Ähnlichkeit mit Bier hat, wird in großen Kupferkesseln destilliert. Heraus kommt Hochprozentiges. Hier wird die Dichte der Flüssigkeit und damit der Alkoholgehalt gemessen. Das Destillat enthält 65% Alkohol, hochexplosiv. Es muss mit Wasser gemischt werden, um genießbar zu sein. Ann Miller ist eine Whisky-Koryphäe, die zahlreiche anregende Fachbücher geschrieben hat und in allen wichtigen Jurys sitzt. Sie führt Besucher durch ein anspruchsvolles Whisky-Tasting. Um die variantenreiche Verabreichung des hochprozentigen Getränks zu überstehen, wird, wie auch bei professionellen Probeabenden, der Whisky nicht etwa ausgespuckt, sondern massiv mit Wasser verdünnt. Dieser Whisky duftet würzig, nach trockenen Früchten. Im Mund ist es eine regelrechte Geschmacksexplosion. Die Bandbreite der verschiedenen Whiskys wird durch zwei Fassarten bestimmt. Wir benutzen manchmal Bourbon und manchmal Sherry-Fässer. Und damit lüftet sich auch schon das Geheimnis guten Whiskys. Auf die richtige Lagerung kommt es an. Also auf zu den Böttchern, die den Whisky erst richtig rund machen. Hello, I'm Gary Taylor. Hallo, ich bin Gary Taylor von Speyside Cooperage hier in Craigellachry, im Herzen der Whisky-Region Speyside. Wir bauen, erneuern und warten Whisky-Fässer. Das ist ein sehr wichtiger Job, denn die Fässer machen 60% des Geschmacks des Whiskys aus. Die Art der Eiche, wie wir sie verwenden, und die Größe des Fasses entscheiden über die Qualität eines Whiskys. Schweißtreibende Handarbeit ist gefragt. Es gibt noch keine Maschine, die den Menschen ersetzen kann. Neue Fässer werden regelrecht ausgebrannt, damit sie die Inhaltsstoffe an den Whisky abgeben können.
Und endlich kommt der Whisky in die Flasche. In Huntly steht der größte Whiskyladen Schottlands und damit wohl auch der größte weltweit. So wie es Weinenthusiasten gibt, gibt es auch fanatische Whisky-Sammler. Seltene oder besonders alte Flaschen sind mehrere tausend Pfund wert. Eindeutig preisgünstiger und dennoch ein besonderes Einzelstück. Man kann sich hier seinen eigenen Whisky abfüllen und mit einem persönlichen Label versehen. Die Freunde daheim werden beeindruckt sein. Crathers Castle stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist seit jener Zeit im Familienbesitz der Burnetts. Robert the Bruce himself hatte die Familie in den Adelsstand erhoben. Der manikürte Park wird von 20 Gärtnern in Form gehalten. Neben dem Park sind die Deckengemälde aus dem 17. Jahrhundert sehenswert. Bilder von realen und fiktiven Helden, von Achilles über König David, Julius Caesar und Judas Maccabäus bis König Artus. Im Musikzimmer dagegen schmücken die Musen die Decke. Und es spukt hier schlimmer als in jedem anderen Schloss. Im Green Ladies Room soll der Geist eines Mädchens mit einem Baby in ihrem Arm wandeln, die ein früherer Lord umgebracht haben soll. Besucher berichten immer wieder von einem seltsamen grünen Nebel. Für Eisenbahnenthusiasten. Die Strathspey Steam Railway führt von Broomhill nach Aviemore. Rund um Aviemore, am Fuß der Highlands, erstreckt sich unberührte Natur, wie sie nur noch hier, am Rand des europäischen Kontinents, zu finden ist. Nur ein paar der so zahlreichen schottischen Schafe drängen sich immer wieder ins Bild. Schwer vorstellbar, dass diese romantische Kulisse immer wieder Schauplatz für blutige Auseinandersetzungen war. In Culloden fand die wichtigste und schmerzlichste Schlacht der schottischen Geschichte statt. Ein neues Museum informiert multimedial über all die Hintergründe. Bonnie, Prinz Charlie und seine Jakobiner probten 1746 den Aufstand gegen den englischen König. Der Highland Roar, die Kriegstaktik der Schotten, hatte jahrhundertelang für Schrecken gesorgt. Das Motto lautete schlicht: Auf sie mit Gebrüll.
Doch im Zeitalter der Feuerwaffen wurde das ungestüme Drauflosrennen auf die feindlichen Reihen zu einem Himmelfahrtskommando. Die erste Schlachtlinie der Engländer konnten die Schotten noch überrennen, aber dahinter war Schluss. Die Engländer machten keine Gefangenen, denn sie betrachteten die Aufständischen als Hochverräter. Selbst die Schlachtenbummler, die zu jenen Zeiten die Gemetzel neugierig beobachteten, wurden im Blutrausch gleich mit umgebracht. Gedenksteine erinnern an die Clans, die hier fielen. Nur Bonnie Prince Charlie konnte auf einer abenteuerlichen Flucht als Frau verkleidet entkommen. Die Niederlage der Schotten war aber auch ein Sieg. Der Triumph des modernen Britannien über die rückständische Clan-Gesellschaft. Die Engländer zogen ihre Konsequenzen und bauten einige Kilometer entfernt Fort George, um weitere Aufstände der rebellischen Hochlandbewohner zu verhindern. Die Baukosten betrugen 200.000 Pfund, mehr als das gesamte schottische Bruttosozialprodukt der damaligen Zeit. Klar, dass sich die Unterlegenen daran beteiligen mussten. Selbst heute wird es noch militärisch genutzt, kann aber auch besichtigt werden. Fort George war perfekt konstruiert. So perfekt, dass es sich nie in einer Schlacht beweisen musste. Der Abschreckungseffekt reichte wohl aus. Nahe Fort George liegt Inverness, die Hauptstadt der Highlands. Auf der Burg von Inverness regierte im 11. Jahrhundert der berüchtigte Macbeth, der allerdings nicht so grausam war, wie es Shakespeare schildert. Das Castle, weitgehend ein Neubau aus dem 19. Jahrhundert, wird inzwischen ganz profan als Gericht genutzt. Inverness ist für viele Reisende der letzte Außenposten der Zivilisation, bevor es in die nahezu menschenleeren Highlands geht. Was wäre Schottland ohne die Highland Games? Zwischen Juni und September veranstaltet fast jeder kleine Ort seine eigenen Wettkämpfe. Highland Games sind Volksfest, Musikshow und sportlicher Wettkampf zugleich. Im Steinewerfen geht es um Höhe, nicht um Weite. Ein Höhepunkt ist der kaum zu überhörende Auftritt der Marschformation. Dahinter schreiten die Dorfhonoratioren und der örtliche Adel. Beim schottischen Hammerwerfen ist das Gewicht an einem Stock und nicht an einer flexiblen Kette befestigt, was mehr Körpereinsatz erfordert. Ah, that's what you call, huh?
In verschiedenen Altersklassen bemühen sich Dudelsackspieler um die Gunst der strengen, geduldigen Richter. Der Highland Fling ist der berühmteste schottische Tanz, der früher vermutlich auf einem Schild dargeboten wurde. Beim Tauziehen, einst übrigens ein olympischer Sport, sind die Teilnehmer mit Händen und Füßen gefordert. Die Königsdisziplin ist allerdings Tossing the Caber. Der Baumstamm, 80 Kilo schwer und fast 6 Meter lang, muss möglichst weit und möglichst elegant nach vorn geschleudert werden. Er sollte einen Salto schlagen, mit dem unteren Ende aufkommen und exakt in Wurfrichtung liegen bleiben. Hohe Kunst gepaart mit Muskelkraft. Der hier schafft es nicht. Aber er. Und der Meister zeigt es gleich nochmal. John O'Groats ist wortwörtlich das Ende der Straße. Denn hier hört das schottische Festland auf. Das Last House of Scotland macht es jedem Reisenden deutlich, dass er das Ende der Insel erreicht hat. Vom Hafen wird auf die Orkneys übergesetzt, die Inselgruppe im Nordosten. Die rund 100 Inseln waren ein Sprungbrett für die Wikinger, um in Britannien einzufallen. Noch heute fühlen sich die Orkadier mehr als Skandinavier, denn als Schotten. Die Dämme durch Scapa Flow sollten einst deutsche U-Boote abhalten, britische Schiffe anzugreifen. Italienische Kriegsgefangene bauten im hohen Norden eine eigene Kirche. Eine schlichte Betonröhre, aber innen mit viel Liebe ausgemalt. Nach dem Ersten Weltkrieg versenkte sich in Scapa Flow die gesamte deutsche Flotte. Der Stolz des abgedankten Kaisers. Im Zweiten Weltkrieg schaffte es U-47 unter Gunther Prien
sich an allen Blockaden vorbei in den Hafen zu schleichen und den englischen Zerstörer Royal Oak zu versenken. Skara Brae ist das Ägypten des Nordens. Eine hervorragend erhaltene Siedlung aus prähistorischer Zeit. Die Menschen hatten ihre Häuser aus Stein statt aus Holz gebaut. Ganz einfach, weil es auf den Inseln keine Bäume gab. Forscher sind erstaunt über die ausgeklügelten Räumlichkeiten, die sogar über Abwasserleitungen verfügten. Kirkwall ist die Hauptstadt der Orkney-Inseln. Die Kathedrale scheint nicht so recht zu einem 6000-Seelen-Örtchen zu passen. Sie ist übrigens die einzige Kirche Schottlands, die sowohl die Reformation als auch das Wüten Oliver Cromwells schadlos überstanden hat. Im Earl's Palace residierte einer der grausamsten Herrscher Britanniens. Earl Patrick, genannt der Schwarze Pate, der seine Untertanen regelrecht versklavte. Aus purem Sadismus ließ er auf seinen Schiffen nicht Segel setzen. Die Mannschaft musste rudern. Die Quittung, 1615 wurde er in Edinburgh geköpft. Vor der Vollstreckung des Urteils wurden ihm noch 7 Tage Zeit gelassen, um das Vaterunser zu lernen. Ob es für den Schurken trotzdem bis ins Paradies gereicht hat, ist offen. Zurück geht es aufs Festland und weiter durch die Highlands in Richtung Westküste. Highlands waren übrigens nicht immer so menschenleer. Englische und schottische Großgrundbesitzer und Spekulanten halfen mit ihren Schergen kräftig nach. Die berüchtigten Clearances, also Säuberungen, begannen vor etwas mehr als 200 Jahren. Dabei brannte man die Cottages der Einwohner nieder. Die armen Highlander wurden zwangsumgesiedelt und zu Fischern umgeschult. Andere landeten mit Gewalt auf Auswandererschiffen und kamen nach wochenlanger Qual auf hoher See in Amerika oder Australien an. Das so rabiat freigeräumte Land wurde anschließend Schafzüchtern überlassen. Denn die Tiere versprachen viel mehr Gewinn als der mühselige Ackerbau. Immerhin, die periodisch wiederkehrenden Hungersnöte der Hochlandbewohner nach Missernten blieben von nun an aus. Highlands sind so dünn besiedelt, dass ein Flecken wie Allapool schon als bedeutendes Zentrum der Region gilt, bei etwas über 1300 Einwohnern. Der Ort wurde als unmittelbare Folge der Clearances als Hafen für den Heringsfang gegründet und ist noch heute ein wichtiger Umschlagplatz für Meeresgetier aller Art.
Nördlich von Allapool setzt im Sommer ein kleines Boot über den Kyle of Durness auf eine Halbinsel über, die mit dem Auto nicht zu erreichen ist. Auf der anderen Seite angekommen, geht die Fahrt mit einem kleinen Bus über einen holprigen Feldweg weiter. Der Pfad endet am nordwestlichsten Zipfel des schottischen Festlandes, dem Cape Wrath. Ein 1827 erbauter Leuchtturm, der immer noch mit einem waschechten Wärter bemannt ist, überragt die Klippen. Die Clomore Cliffs, die hier 280 Meter steil ins Meer abstürzen, sind die höchsten der britischen Inseln. Wieder einmal entfaltet sich aus Kargheit Großartigkeit. Als natürliches Bollwerk stemmen sich die über 500 Eilande der Hebriden im Westen gegen die Brecher des Atlantiks. Die größte Insel der Inneren Hebriden ist Skye. Die 80 Kilometer lange und bis zu 40 Kilometer breite Insel hieß bei den Nordmännern Skyo, die Wolkeninsel. Im Gälischen, das auf den Hebriden nach wie vor eine lebendige Sprache ist, heißt sie die Nebelinsel. Es wird deutlich, das Wetter hier ist sehr launisch, was oft den Reiz der Heide- und Moorlandschaften, der schroffen Bergmassive und der stark zerklüfteten Küste verstärkt. Am äußersten Ende der Strathaird-Halbinsel reicht der Blick über Loch Skerwaig auf die annähernd 1000 Meter hohen Gipfel der Quillins. Am Strand trotzen unter Felsen die Häuser der kleinen Ortschaft Elgol, der rauen Umgebung. Das Schulhaus von Elgol ist wohl eines der schönstgelegenen in Schottland. Auf Trotternish, der nördlichen Halbinsel von Skye, steht die 50 Meter hohe Felsnadel des Old Man of Stor. Der schwarze Basaltmonolith überdauert in bedenklicher Schräglage. Bis jetzt hat er die Stürme der letzten Millionen Jahre überstanden, ohne ins Wanken zu geraten. Nur schwindelfreien empfiehlt sich ein vorsichtiger Blick auf die Mild Falls, deren Wasser 40 Meter ins Meer stürzen. Der Felsen oberhalb der Wasserfälle trägt den Namen Kiltrock, weil sein Äußeres den Falten eines Schottenrocks ähneln soll. Aus dem 13. Jahrhundert stammt das auf einem Felsen thronende Dunvegan Castle an der Westküste von Skye. Die graue Festung ist der bis heute ständig bewohnte Stammsitz des MacLeod-Clans. Seine machtbewussten Hitzköpfe
hatten sich über die Jahrhunderte hinweg immer wieder blutige Kämpfe mit den McDonalds von Armadale um die Vorherrschaft auf Skye geliefert. Zurück auf dem Festland geht es zum wohl größten Mythos, den Schottland zu bieten hat. An diesem Loch kommt niemand vorbei. Eine Bootstour auf dem See ist obligatorisch, mit Echolot und Kamera natürlich. Gilt es doch, ein Ungeheuer aufzuspüren. Am Loch Ness hofft jeder auf das Millionen-Pfund-Foto. Das Wesen mit dem wissenschaftlichen Namen Nessiteras rhomboteris hält seit fast 1500 Jahren die Welt in Atem. Der erste Bericht stammt aus dem Jahr 565 vom heiligen Kolumban, der zufällig vorbeikam, als das Ungeheuer zwei Heiden fressen wollte. Immerhin konnte er einen der Unglücklichen retten, weil er ihn schnell zum wahren Glauben bekehrte. Und Nessie ergriff die Flucht. Wahrscheinlich wollte sie nicht auch noch getauft werden. Urquhart Castle am Seeufer ist völlig zu Recht eine Ruine, denn sie ist wohl die erfolgloseste Burg der Kriegsgeschichte. Bei wirklich jeder Schlacht wurde sie erobert und geschleift. Von hier aus haben Nessie-Enthusiasten den See gut im Blick. Und tatsächlich, eigenwillige Strömungen können mitunter ein lebendiges Wesen vorgaukeln. Gleich drei Museen konkurrieren um die Touristen. Weil die echten Ausstellungsstücke fehlen, Nessie ist ja noch nicht gefunden worden, sind die Präsentationen umso mehr multimedial aufgeblasen. No air breather need dive into this barren zone. Were the contacts really animals, or yet another illusion? In den Souvenirgeschäften ist Nessie längst angekommen. Experten schätzen, dass Nessie den schottischen Tourismus mit 10 Millionen Euro pro Jahr befeuert. Loch Ness ist einer der vier Seen, die durch den Caledonian Canal miteinander verbunden sind, der das Land entzweischneidet. So gelangen Reisende auf dem Kiel von der Ost- bis zur Westküste. Oben war lange ein verschlafenes Fischerdorf. Erst mit dem Aufkommen des Tourismus wurde es zum Zentrum der Westküste und wichtigen Sprungbrett auf die Insel. Der exzentrische Bankier John Stuart McCaig wollte vor 100 Jahren im kleinen Oben das Kolosseum nachbauen und Statuen seiner Familienmitglieder aufstellen, noch größenwahnsinniger als die Cäsaren in Rom. Es kam, wie es kommen musste. Durch das verrückte Projekt verarmten er und alle seine Nachfahren. Immerhin ist es heute ein markanter Aussichtspunkt über die Bucht. Beinahe im Minutentakt legen die Fähren ab. Die Überfahrt von Oben nach Mull ist rau. Aber die Schotten und manch wetterfeste Reisende
lassen sich die Laune nicht verderben. Mull ist das Sprungbrett zur Fahrt auf die vorgelagerten Inseln Staffa und Iona. Die unbewohnte Insel Staffa ist ein wahres Naturwunder. Erstarrte Basaltsäulen stammen aus der Zeit der Dinosaurier. Theodor Fontane kam aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Staffa ist klein, von nichts weniger als frappanter Erscheinung und gleicht einer alten, eisenbeschlagenen Truhe, deren Schätze erst sichtbar werden, wenn man den Deckel aufschlägt. Felix Mendelssohn inspirierte die Fingerlshöhle zu seiner Hebriden-Ouvertüre. Unglaublich, aber doch. Die Insel Iona war lange das geistliche Zentrum ganz Skandinaviens. Von diesem unscheinbaren Eiland breitete sich das Christentum in Europa aus. Der Missionar Columban war unerschrockener Vorreiter. Vermutlich wurde das Book of Kells, eines der kostbarsten Bücher der Welt, vor 1400 Jahren auf Iona verfasst. Die Könige der Wikinger und der Schotten sollen hier begraben sein. Übrigens auch Macbeth. Die Macht einer Idee. Von dieser bescheidenen Abtei aus trat die Religion der Nächstenliebe ihren Siegeszug durch Europas Norden an. Die Insel Mull schmückt sich mit der Pracht des Torresay Castles. Allein die Statuen sind Millionen wert. Sie kamen einst als vermeintlich nutzloser Ballast im Schiffsbauch den weiten Weg aus Italien. Kein Adliger, sondern ein reicher Kaufmann hatte sich hier vor 150 Jahren sein Refugium geschaffen, um der Hektik Londons zu entfliehen.
60 Räume und 50 Quadratkilometer Grundbesitz dürften sein Ruhebedürfnis wohl ausreichend befriedigt haben. Die Bibliothek ist nicht nur zum Staunen da. Die Besitzer fordern die Gäste auf, sich zu setzen und gar ein Buch zu lesen. Diese Gastfreundschaft ist in bewohnten Schlössern eher selten. Der Hausherr erzählt die Geschichte eines nicht alltäglichen Fundes, als er eine 100 Jahre alte Schublade öffnete. Ich habe nicht nur diese Flasche Wein hier gefunden, sondern auch eine Flasche Champagner. Veuve Clicquot 1893, die älteste erhaltene Champagnerflasche der Welt und von unschätzbarem Wert. Ich habe die Flasche dem Champagnerunternehmen geschenkt. Den Wein behalte ich, als Erinnerung an diese amüsante kleine Geschichte. As a memento of this rather amusing little story. Champagner, gut und schön. Doch echte Schotten stehen nun einmal eher auf Whisky. So hat selbst der 900-Seelen-Ort Tobermory, das Zentrum von Mull, seine eigene Destillerie. Tobermory ist der wohl malerischste Ort der Westküste. Die bunten Häuschen müssen oft als Filmkulisse herhalten. Aber auch so farbenfrohe Orte weisen in Schottland düstere Legenden auf. Die Hexe Doideg soll von hier aus Schiffe der spanischen Armada auf den Grund des Atlantiks geschickt haben, sehr zum Vorteil der englischen Krone. Im Schatten des Kirchturms steht einer der berühmtesten Fish-and-Chip-Läden Schottlands. Sogar Prinz Charles bestellte sich hier schon eine Portion der gewöhnungsbedürftigen Spezialität. Tobermory ist nicht nur hübsche Fassade, sondern eine regelrechte Kulturmetropole. Mehrere Musikfeste locken Touristen und bedeutende Interpreten an, unter anderem das Mendelssohn on Mull Festival im Juli. Und wer eher die Stille sucht, findet auf dem Wasser mehr als genug davon. Zurück auf dem Festland geht es durch die Grampian Mountains an den Loch Fyne. An dessen Ufer ragt Inverary Castle auf. Mit seinen Ecktürmen, Zinnen und Kegeldächern wirkt der Mitte des 18. Jahrhunderts erbaute Sitz der Herzöge von Argyll wie ein Märchenschloss. Zerstörerisch wütete ein Feuer, durch das Schloss 1975 schwer beschädigt wurde. Wegen der Millionen Pfund teuren Renovierung mussten die Schlossherren die Insel Iona, die bis dahin in Familienbesitz war, verkaufen. Der alte Dreimaster Arctic Penguin ist heute ein Schifffahrtsmuseum. Auch maritime Erzählungen von Robert Louis Stevenson und Romane von Sir Walter Scott spielen oft in Inverary.
Im Inverary Jail wird der Gefängnisalltag vor 200 Jahren gezeigt. Schauspieler in Kostümen der damaligen Zeit drehen die Uhr zurück. Ich bin noch nicht verurteilt. Ich warte noch auf den Richter. Aber er kommt nur zweimal im Jahr und ich habe ihn verpasst. Ich warte schon seit einem Monat. Mir gefällt es hier überhaupt nicht. Now, in 1820, 1820 öffnete das Gefängnis für Inverary und die drei Glens. In den ersten Jahren hatten wir nur diese 8 Zellen für die gesamte Region. Dies ist eine der Zellen. Es gibt kein Glas. Die Fenster waren mit Eisenverschlägen geschlossen. Es gab kein Tageslicht für die 4 Insassen der Zelle, nur 1 oder 2 Kerzen. Es gab keine Heizung, keine Waschmöglichkeit, keine Toilette, nur einen Eimer, den sich die 4 Insassen teilen mussten. Ich habe ein Pferd gestohlen, darum bin ich hier. Ich bin schon seit 3 Monaten hier, aber bald werde ich für 7 Jahre nach Australien zur Zwangsarbeit geschickt. Ich hätte ein schnelleres Pferd stehlen sollen. Nach der bedrückenden Enge des Gefängnisses heißt es jetzt tief durchatmen am Loch Lomond, dem Lieblingssee der Schotten. Und das will etwas heißen. Immerhin stehen 1732 Lochs zur Auswahl. Der größte Süßwassersee des Landes wird intensiv als Naherholungsgebiet genutzt. Glasgow erschließt sich erst auf den zweiten Blick. Kaum eine europäische Stadt hat mehr Höhen und Tiefen erlebt. Wurde einmal jedes dritte Schiff Großbritanniens in den Werften am Fluss Clyde gebaut, folgte dem ein dramatischer Niedergang. In den 70ern und 80ern war die Hafengegend ein übles Scherbenviertel. Heute wiederum gehören die Wohnungen mit Blick auf den Fluss zu den begehrenswertesten Lagen. Die Wende kam 1990, als Glasgow zur Kulturhauptstadt Europas gewählt wurde. Kunst und Kultur bietet vor allem die Burrell Collection mehr als genug. Der Reeder William Burrell wurde 97 Jahre alt. Viel Zeit, um eine wirklich erstaunliche Sammlung aus allen Epochen der Geschichte zusammenzutragen. Von Ägypten bis Degas, von China bis Monet, vom Wandteppich bis zur Skulptur.
Sogar ein echter Rembrandt hängt hier, als wertvollstes Exponat der Sammlung. Cranach und Rodin fehlen ebenfalls nicht. Die Buntglasfenster aus dem 15. Jahrhundert schmückten einst eine Kirche in Suffolk. Der George Square ist der Hauptplatz Glasgows. Nach dem verrückten Hannoveraner König benannt, hatten die Schotten schnell Skrupel. So widmeten sie den Platz inoffiziell ihrem Nationaldichter Sir Walter Scott. Auch im Stadtbild wird deutlich, wie jung Glasgow ist. Der Staub ist längst fortgeweht. Bunt statt grau geht es in die Zukunft. Donald Dewar durfte sich 1999 als erster Schotte überhaupt Premierminister von Schottland nennen. Er starb nach nur einem Jahr Amtszeit. Bei seiner Beerdigung kam es zu Szenen, die beinahe an Lady Dianas Tod erinnerten. Etwas außerhalb der Stadt findet sich eines der ungewöhnlichsten Projekte der Architekturgeschichte. Kuratorin Dorothy Johnston erzählt, wie es dazu kam. Wir sind im House for an Art Lover, das eine wirklich spannende Geschichte hat. Es wurde von dem großen Architekten Charles Rennie Mackintosh entworfen. Und dennoch ist es ein ganz neues Gebäude, erst 1996 erbaut. So how did it come about? Well, Charles Rennie Mackintosh was traveling in Europe. Mackintosh reiste im Jahr 1901 durch Europa und stieß auf einen Wettbewerb in einer deutschen Designzeitschrift. In diesem Wettbewerb ging es darum, ein Haus für einen Kunstliebhaber zu entwerfen. Eine Villa, die den Mußestunden und der Unterhaltung dienen sollte. Mackintosh war sofort Feuer und Flamme. Er musste für diesen Wettbewerb auf kein Budget und auf keine mäkelnden Auftraggeber Rücksicht nehmen. Er war immer mehr ein Künstler als ein Architekt. Die Geschichte geht 85 Jahre später weiter, als die Stadt Glasgow zur Kulturhauptstadt ernannt wurde und sich entschloss, das Haus tatsächlich zu bauen. Das war nicht einfach, denn es gab ja nur 14 Zeichnungen. Und man konnte Mackintosh auch nicht mehr fragen. Also kamen die besten Architekten für dieses Projekt zusammen. 10 Jahre hat es dann gedauert, bis das Haus stand. Es brauchte viele Debatten. Und wir mussten uns ständig um finanzielle Zuschüsse bemühen. Doch inzwischen sind wir ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Das Haus kann für Hochzeiten und Empfänge gemietet werden. So kommt ständig frisches Geld herein. Mackintosh prägte das Bild Glasgows mit vielen Bauten. Etwa der berühmten School of Art, aus deren dunklen Mauern immer wieder frische artistische Impulse kommen. Glasgow ist eine ganz moderne europäische Stadt, deren Shoppingmöglichkeiten kaum hinter Mailand oder München zurückstehen. Im Princes Square sind die großen Modemarken der Welt daheim. Wiederum in einem Einkaufszentrum eingefasst, dessen Architektur erstaunlich progressiv und elegant zugleich zum Geldausgeben verführt.
Nur an der Straßenmusik wird schnell deutlich, in welchem Land man ist. Wie immer auch sich Schottland geben will, ob weltoffen oder international, wie viele Architekten am Bild einer neuen Nation werkeln, wie viele Künstler den Aufbruch in die Moderne verkünden. Die jahrtausendealten Mythen sind mächtig und durchdringen jede vorwärtsstürmende Zukunftsvision. Und das ist gut so. Kaum ein anderes Land löst kräftigere Bilder, stärkere Emotionen aus. Kämpferisch und eigensinnig. Freiheit lässt sich hier regelrecht atmen, berauscht die Sinne, weckt tief verborgene Sehnsüchte. Robert Burns dichtete: Mein Herz ist im Hochland, mein Herz ist nicht hier. Mein Herz ist im Hochland, im Waldgen Revier. Da jag ich das Rotwild, da folg ich dem Reh. Mein Herz ist im Hochland, wo immer ich gehe. Mein Norden, mein Hochland, lebt wohl, ich muss ziehen. Du Wiege von allem, was stark und was kühn. Doch wo ich auch wandere und wo ich auch bin, nach den Hügeln des Hochlands steht allzeit mein Sinn. Es ist Zeit, Schottland zu verlassen. Nicht ganz so leicht lässt Schottland seine Besucher los.